Er ist Kult und seine Show auch. Adi, und mach mit, mach's nach, mach's besser. Es war vielleicht die erste reine Werbesendung im Fernsehen überhaupt, denn damit wurden viele Kinder in der DDR für den Sport begeistert. Über 20 Olympiasieger und Weltmeister wurden in der Sendung tatsächlich auch entdeckt. Tja, Adi, als Gerhard Adolf vor über 7 Jahrzehnten in Halle an der Saale geboren, ist natürlich längst Rentner. Aber er wirkt mopsfidel wie eh und je und reist noch immer mit seiner Show durch die Lande. Aktuell war er in Seehausen bei Stendal und dort hat er mit vielen Schulklassen wieder einen großen Auftritt hingelegt. Mit dabei für uns war Adi-Fan Ingo Hane. Adi, wie er leibt und lebt. Der Mann bringt Kinderaugen zum Strahlen und Turnhallen zum Kochen. Auch mit 77 Jahren noch. Was Adi ist? Adi ist ein Urgestein. Ein absolutes Urgestein. Alles Gute, toi toi toi, startfrei für unseren Familienwettbewerb. Im Fernsehen unterhält er ein Millionenpublikum. Die populäre Kindersportsendung der DDR erreicht teils mehr Zuschauer als der beliebte Kessel Buntes. Sonntagvormittag und nicht nur im DDR-Fernsehen heißt es immer. Sogar bis Ägypten. Ich musste dann früh morgens vor der Sendung die ägyptischen Kinder grüßen mit Da Hayeduna, Man Berlin. Das Konzept ist simpel und bis heute erfolgreich. Einfach mitmachen. Vor dem Wettkampf steht die Erwärmung. Adi steckt auch den Letzten in der Halle an. Er ist immer noch ein großartiger Entertainer. Übrigens mit beeindruckender sportlicher Vergangenheit. Ich war Geher, 20 Kilometer Geher, deutscher Rekordhalter über 10 Kilometer, bin Meister und verdienter Meister des Sports, bin über den Leistungssport und über die Filmhochschule Babelsberg zum Fernsehen gekommen. Wir hüpfen einmal alle locker auf der Stelle. Adi macht schnell Karriere in der DDR. Jeder kennt ihn. Nach links, sogar die Politprominenz lässt er nach seiner Pfeife tanzen. Nach rechts, in der ersten Reihe links Yasser Arafat, daneben Erich Honecker und Egon Krenz. Und er sucht sogar für eine kleine Politpanne. Wir haben sie schunkeln lassen und dann kam ich irgendwie auf den, dass alle eine Kniebeuge machen sollten und mussten und durften. Und jedenfalls gingen die alle dann in die Hocke und verschwanden auf dem Bildschirm. Das hat natürlich damals ganz schön Ärger eingebracht. Unterkriegen aber lässt sich Adi nie. Auch mit 77 läuft er zu Hochform auf, genau wie seine kleinen Helden, die Kinder der 6 Grundschulen in der Altmark. Es gewinnt übrigens Osterburg. Und Adi? Der macht immer weiter. Wie lange eigentlich noch? Wie alt bist du jetzt? 77. 77? Na Mann! Ich sage überall, wo ich großstolz mich hinstellen darf. Wir Ossis, wir können 100 Jahre alt werden und wir müssen 100 Jahre alt werden, damit das klar ist. Das musst du auch schaffen. Ja, und Talente sind heute ja viel schwieriger zu finden und die müssen dann ja auch erst begeistert werden für den harten, entbehrungsreichen Weg des Leistungssports. Heute zeigen wir Ihnen in unserer Rubrik Talente im Osten mal kein Talent für eine Olympiakarriere, sondern einen Artisten aus Chemnitz. Richard Weber ist 18 Jahre und weil der mit diesem Rad Sachen kann wie kein anderer, will er nun zur weltweit renommiertesten Artistenschule nach Montreal. Je m'appelle Richard Weber et je suis né le 17 janvier 1986. Je viens d'Allemagne et j'habite à Chemnitz. Ich bin Richard Weber, 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und Artist und Freerunner. Mein Ziel ist es, an die Zirkusschule in Montreal in Kanada zu gelangen und später mit professioneller Artistik mein Geld zu verdienen. Constanze checkt heute in Chemnitz. Wie bist du darauf gekommen, Artistik zu machen? Ich war früher Kunstturner und bin dann in einen Artistenverein gewechselt. Und das ist dann einfach in mir hochgekeimt. Kannst du uns denn hier mal was zeigen? Ja, ich denke, das können wir auf jeden Fall machen. Dann schön vorsichtig.
dass man sich hier drauf, dass man hier drauf einen Handstand machen kann? Nee. Er kann das. Magst du mal sehen? Gerne. Wichtig für mich ist einfach die wirkliche Vielfältigkeit im Sport. Also ich möchte Körperspannung, Dehnung, auch die Koordination ist sehr wichtig. Und dafür braucht man auch spezielles Training in der Halle. Ja, das kann ich euch auch gern mal zeigen. Na dann los. Hier sind wir nun angekommen im Chemnitzer Sportforum. Hier habe ich mit 4 Jahren das Kunstturnen angefangen, bis ich 13 war. Ich möchte mich einfach in so vielen wie möglichen Bereichen im sportlichen Sinne bilden. Und da machst du also an allen Geräten, die wir hier sehen, was? Größtenteils Bodenturnen und Trampolin. Richard, wie viel Zeit investierst du für deinen Traum? Ja, super viel. Ich versuche so viel wie möglich Sport in der Woche zu machen. Das sind dann 6 bis 7 Tage. Da ist Frühsport dabei. Das sind 3 Stunden Sport am Tag mindestens dabei. Ich versuche nichts auf der Strecke zu lassen. Also Freunde, Schule, Freundin, das muss alles mit rein in die Zeit. Bei all den Dingen, die wir jetzt gesehen haben, viele Disziplinen, in denen du wahnsinnig gut bist, was ist so dein Steckenpferd oder was machst du am liebsten, was kannst du am besten? Mein liebstes Steckenpferd ist das Surreal und das macht mir einfach super viel Spaß. Und was macht für dich jetzt den Reiz an diesem Ring aus oder mit dem Ring akrobatische Dinge zu machen? Auf jeden Fall die Geschwindigkeit und das Risiko. Es besteht wirklich ein relativ großes Risiko, dass man sich ab und zu mal über die Finger fährt. Ist das schon mal passiert? Zeig mal, sieht man was? Nee, die sehen gut aus, aber es kam schon öfters mal vor. Der Richard ist wirklich Autodidakt, also Richard macht das alles selbst. Schaut sich sehr viel ab von Videos, wie gesagt, Cirque du Soleil. Bestimmte Hinweise müssen kommen, die kriegt er auch. Aber dass man mich jetzt herkömmlich als Trainer bezeichnen kann für den Richard, das ist in der Tat nicht so. Wie immer das Selfie zum Ende. Wir haben heute viel gesehen. Du hast uns Parcours gezeigt, du hast uns Pas-Dance gezeigt. Und jetzt zum Abschluss noch was Besinnliches. Genießen Sie es. Alle Jahre wieder, kurz vor Weihnachten, findet bei den Wasserspringern des SC DHFK Leipzig das traditionelle Weihnachtsspringen statt. Jung und alt boten ein buntes Spektakel. Das Motto in diesem Jahr: Weltraum, Erde, Mensch. Und er hier führte durch den Abend. Der 8-jährige Reik Most, alias der kleine Prinz. Also mir hat heute am meisten Spaß gemacht, die Hängeübung. Und warum die Hängeübung? Weil ich die mir ausgedacht habe. Kreativ waren auch die Jüngsten mit gerade mal 5 Jahren. Auf der Reise durch die Galaxie schwebten die rund 90 Springer scheinbar schwerelos. Ich denke, so ein Ereignis als Veranstaltung auch für die Eltern mal zu springen und für die Großeltern und alle Gäste und Verwandte, die da kommen, ist das schon ein einmaliges Ding und richtig motivierend auch für die Sportler. Und die bewunderten beim Weihnachtsspringen auch ihre Vorbilder. Manche in heimischen Gefilden, nervöser als bei internationalen Meisterschaften. Eine davon, Frenze Jahn. Ich bin sehr aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Beim Wettkampf bekommt man seine Punkte und dann ist der Sprung fertig. Und hier würde ich sozusagen 350 Leute enttäuschen oder vielleicht auch erschrecken, wenn ich mich sozusagen, naja, ein bisschen falsch positioniere auf dem Wasser. Die Aufregung absolut unbegründet. Die Handstandschraube meisterte die 16-Jährige problemlos. Das Highlight für alle wie jedes Jahr, die wilden Springer. Da staunte auch der 8-Jährige Reik nicht schlecht.
Der Sprung ins kalte Wasser ist für Wasserspringer Alltag. In dieser Disziplin gehörten die Deutschen bislang zu den erfolgreichsten der Welt und wollen das auch bleiben. Die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft im russischen Kasan im kommenden Jahr laufen bereits auch in Dresden. Gast im eigenen Pool. Sascha Klein ist seit einigen Wochen nur noch Teilzeit-Dresdner. 2010 kam er aus Aachen an die Elbe, jetzt zieht es ihn wieder zurück. Der Grund? Seine Freundin ist seit einem Jahr wieder in der Heimat. Ja, ich reise montags morgens an, bin dann mittags hier und trainiere dann eigentlich durch bis donnerstags nachmittags. Dann setze ich mich wieder ins Auto und fahre nach Aachen. Weltmeisterschaft, das war beim letzten Mal ein voller Erfolg für Sascha Klein. Bronze im Einzel und dann sogar Gold im Synchron mit dem Berliner Patrick Hausting. Die WM ganz klar auch ein Höhepunkt, wo wir natürlich im Synchron versuchen wollen, wieder eine Medaille zu erreichen. Die WM-Saison, sie hat heute richtig begonnen. Zum ersten Mal stand mit dem Auerbach-Salto wieder eine Top-Schwierigkeit auf dem Plan. Verständlich, dass bei einigen Versuchen das mit dem spritzerlosen Eintauchen noch nicht ganz geklappt hat.